Im Gegensatz zu Valve zählen wir heute bis 3, denn es geht heute um Kaizo-Level in Super Mario Bros. 3. Bei Kaizo geht das. Hallöchen. Hallihallo. Willkommen zu Kaizo geht das, nach einem grandiosen Intro. Voll. Toll. Besser geht's eigentlich nicht, oder? Besser geht's eigentlich. Es ist der perfekte Start in diese Sendung. Insofern sind natürlich alle schon abgeholt, in der perfekten Stimmung, um jetzt mit Kaizo loszulegen. Auch wenn wir heute ein bisschen was anderes zeigen, als das, was im Intro zu sehen war. Denn wir widmen uns einem etwas anderen Spiel als sonst. Ja, ist nicht ganz so. Ganz anders ist es jetzt nicht. Ne? Ganz anders. Wir bleiben im Mario-Universum. Aber ich bin sehr gespannt. Vor allem SMB3, was sagst du dazu, Mario, dass du magst? Ich hab's noch nie intensiv gespielt, grundsätzlich. Ich weiß, ob seiner Bedeutung und wie gut es ist und wie hochgehalten es wird. Ja, ja. Ich habe aber nie einen Zugang gefunden bisher, weil ich mich nie wirklich rangesetzt habe, um es wirklich zu spielen. Ich schiebe es immer noch so vor mir her. Bei mir ist das genauso. Also bin ich sehr gespannt. Ich habe auch noch nicht so viel gesehen, was da Kaizo-mäßig so geht. Aber ja, ist ja spannend, einfach mal zu sehen, was machen die anderen Mario-Teile, Kaizo. Deswegen habe ich Bock und ich habe es auch noch nie gemacht. Natürlich habe ich Mario 3 schon mal gespielt, aber das jetzt hier auf dem Level ist schon mal eine Premiere. Genau, also da ist natürlich die Szene ist da bei weitem nicht so groß wie bei Super Mario World. Es gibt vereinzelte Hacks, deswegen wir haben heute mal einzelne mitgebracht. Und der gerade recht aktuell ist, weshalb ich auch so ein bisschen drauf gekommen bin, ist der erste, den wir angehen. Mhm. Super Orb Bros. Heißt der. Und der ist insofern auch der erste, den wir zeigen, weil der recht ähnlich ist zu Super Mario World. Ja. Der hat ein paar Mechaniken übernommen. Lasst euch vom Titelbild nicht abschrecken. Es ist sehr weird. Und also das finde ich auch wirklich schrecklich. Ja, so. Aber sobald wir Start drücken. Das finde ich dann irgendwie wieder ganz nett. Ja, wir sind ja jetzt hier ist auf, es schön. Auf NES, darf man ja nicht vergessen. Richtig, richtig. Da klang das alles noch ein bisschen anders. Da war es so ein bisschen anders. Da haben wir auch hier die Super Mario Bros. 3 Overworld, wie man sieht. Die mag ich aber, muss ich sagen. Ja, die ist cool. Die ganzen Characters, du hast schon gesagt, man könnte sogar mit denen sprechen. Ich glaube ja, man kann. Es gibt Wege zu denen, dann sagen die was und so, aber soweit habe ich es noch nicht wirklich gespielt. Insofern. Stark. Aber wir zeigen mal die erste Welt. Ja. Die erste Welt ist Tutorial World. Welcome to Super Orb Bros. Many new features await. Try throwing the shell up world. Jetzt bin ich gespannt. Da ist ja schon das erste. Das geht nämlich bei Super Mario Bros. 3 normalerweise nicht. Aber hier geht's. Aber das ist schon auch gut, ne? Dass das jetzt geht. Ist es denn jetzt so ganz anders, so ein Shell Jump? Es ist ein komplett anderes Timing. Ja. Du hast auch die Regrabs nicht so, aber man kommt genauso schnell rein, sagen wir so. Genau, mit Startmenü kann man resetten. Aha, das sah schon mal gekonnt aus. Das ist natürlich das Intro, du bist genau auf der richtigen Entfernung. Es wird dir gut angezeigt. Also die ersten Sprünge sind schon. Aha. Sind schon machbar. Aber man stirbt auch. Okay. Death Counter unten rechts. Ja. Richtig schön. Und es zeigt an, wie viele Orbs man hat. Hier finde ich die Mucke jetzt aber eigentlich ganz gut. Die Musik ist super, ja. Siehst du? Oh Gott, da bin ich ja aber gleich mal gespannt. Man kommt rein, sage ich dir. Aber ich hoffe, du hast die Steuerung gerade so ein bisschen drauf. Dann ja, das habe ich tatsächlich schon noch ein bisschen. Und hier muss man noch einen Shelljump machen. Und das war der erste Hinweis. Und man springt auch höher irgendwie, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja, von einem Gegner abspringen. Ja, ja. Den kriegt man einen besonders hohen Bonus. Genau. You can also drop shells. If you're running full speed, dropkick them to shell jump. Also ein bisschen wie bei SMB, das gibt es normalerweise auch nicht. Oh, der Sound. Es gibt auch einen Wall Jump, den hat er eingefügt. Da fehlt die Shell. Die kommt jetzt nach dem Reset. Ah, okay. Also es gibt auch Checkpoints quasi eingebaute. Und da wird es dann schon sehr technisch. Wow, und du musst unter dem Ding her. Und dann einen Walljump von rechts? Das war zu niedrig. Du musst in die Pipe, oder? Nee, später erst. Okay. Und mit dem Walljump. Der Walljump wird jetzt zwar nicht erklärt, aber... Also ich muss auf jeden Fall auch gleich dieses Tutorial-Level machen. Ja, also definitiv. So, und das hier ist natürlich soweit. Klar, um die Schalter nochmal zu... Okay, das ist jetzt aber hardcore nötig. Ich meine... Und jetzt muss man in die Pipe. Wie man sieht, an der Wand kann man entlang und dann muss man... So in die Pipe. Aber es gibt Fast Pipes. Da, regrabbing A while holding up when falling lets you twirl to slow your fall. Ah, ja, das ist natürlich ganz anders. Das ist wirklich ganz anders. Oh, what? Du schwebst ja. Ja, genau. Das ist die Mechanik.
Und das hat nur was mit dem Twirl zu tun? Oder also macht es auch noch einen Unterschied, ob du B hältst? Wenn ich A. Ja, A. Muss A, ja, ja, ne? Genau, ja, ja, deswegen A. Wenn du A gedrückt hältst, fällst du so. Wenn du nach oben drückst dabei. Und wenn du nicht A gedrückt hältst? Am höchsten Punkt? Achso, am höchsten Punkt? Kein großer Unterschied, oder? Fallen so ist, glaube ich, gleich. Ich halte es komplett zurück. Okay. Jetzt lasse ich es los. Also nur durch nach oben. Kannst du das auch kurz und dann immer mal wieder so drücken? Nee. Also immer mal wieder A nach oben drücken? Nee. Du startest den Twirl. Und dann geht der, bleibt der auch. Bleibt der, bis du landest. Okay, dann kannst du ja eigentlich nicht so schwer, also theoretisch. Es ist nicht ganz so vielseitig wie FMW natürlich, aber. Okay, verstehe. Aber crazy. Ein bisschen tight. Abgefahren. Wow. Ich bin gespannt. Also wirklich, da habe ich Bock drauf. Ich mag auch den NES-Controller voll. Also den, damit spiele ich sehr gerne. Echt? Ich finde den das so ein bisschen... Oh, ich liebe den voll. Ja, ja, der schmerzt irgendwann in der Hand. Der schmerzt irgendwann, genau. Aber den liebe ich schon sehr. Die runden Ecken vom SNES. Die runden Ecken, ja, ja, gut. Ich mag den sehr. Gut, klar, es gibt nur zwei Knöpfe auf dem NES-Controller, deshalb muss man nach oben drücken für den Spin-Jump, ne? Oh, wow, das ist aber auch schon echt tight, ne? Ja. Ist nicht ohne. The first of many double shell jumps. Ja, ja. Gut, aber das ist ja... Die sind aber, ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen einfacher bei SMB3. Ja. Aber kann auch an mir liegen. Ja, gut. Oh, das ist aber nicht schön gelöst. Ich lieber unten noch einen Stachel oder so. Ich glaube, du kannst hier, also Restart und so kannst du direkt machen, aber... Okay. Ah, das wird nix. Ja. Immerhin hat der Quick Reset, was die anderen vielleicht nicht haben. Ich du springst wirklich sehr hoch von der Shell. Springt sehr hoch ab, ja. Das sind dann die Sachen, an die man sich gewöhnen muss. Okay. Boah, ich hab, da muss ich gleich machen. Ich bin richtig heiß. Uiuiui. Ach so. Ja, logisch. Und dann kommt der Walter. Ach, guck mal. Kommt der. Das war jetzt aber hart. Ja. Obwohl, du musst ihm nur ausweichen, ne? Du musst ihn jetzt gar nicht treffen. Man muss ausweichen. Okay, das. You can throw shells directly into walls. They now bounce outward. Oh. Okay, gut. Du sollst die Quest, also den Fragezeichen treffen, oder? Ja, genau, man muss die Fragezeichen treffen, aber... Oh, Jesus. Und die Shell muss dann durch und dann... What? Kommt man von rechts wieder dran. Es ist, das ist ein bisschen tight. Ach so! Also es ist nicht ganz so schlimm. Ja, ja, ja. Sorry. Ich habe auch das Gefühl, also das könnte auch halt die Gewöhnung sein. Ich habe ein paar mehr, ich brauche immer ein paar mehr Anläufe, um die Setups zu verstehen. Ja. Ich glaube, hier braucht man echt die Shell noch. Ja. Ich glaube, hier braucht man irgendwie die Shell. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, du kannst ja an einer Wand wahrscheinlich nicht höher gewinnen, oder? Wenn man perfektes Timing drauf hat, geht es schon. Ja? Aber es ist schon... Wie habe ich das denn nochmal gemacht? Da steht auch ein Pfeil nach oben, ne? Ja, hat der kann irgendwas? Auch twirlen. Vielleicht war es auch... Nee. Die fällt ja safe darunter. Geht ja gar nicht anders. Wie kann man die denn... Du, oder machst du einfach, springst du hoch und machst dann Walljumps. Kann den ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Und dann kann man hier wieder einen Shelljump machen. Ah, okay. Useful visual close. Nach oben, der Pfeil nach oben. Slow spin fall. Dieses Ding zum Kicken, runter zum Droppen. Dings werfen. Coin stack usually means throw the shell upwards. Und dann kommt der Orb. Wow. Geil. Ich muss es machen. Ich muss es machen. Ist es vielleicht ein bisschen doof, dass das dasselbe Level ist, oder? Du kommst bestimmt nochmal schneller durch. Ja. Das jetzt nicht so lange. Mal gucken. Ah. Oh, okay. Okay. Siehst du das? Ja. Gar keine Probleme. Ich seh's schon.
Okay. Ach, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Jetzt ja, verstehe. Genau. Okay. Du musst ihn vorher bremsen. Aber zu gierig. Aber ja, ich glaube, einmal dran gewöhnen, fühlt es sich jetzt erstmal ein bisschen leichter an, so ein bisschen Stage-on zu machen. Allein ja. Schon, weil das Timing der Sprünge halt auch immer gleich ist. Es gibt halt keine Regraps. Mit den Hitboxen weiß ich nicht, ob er daran rumgeschraubt hat. Ich habe bei den anderen die Shells bauen. Also, das geht jetzt noch nicht. Du musst nach oben gedrückt halten und dann A nochmal drücken. Ah. Da ist der. Ah, okay. Okay, alles klar. Achso, hier muss man sterben, ne? Genau. Ja, die Shell spawnt da irgendwie nicht. Eine Sache, die ich bei den anderen Hacks zum Beispiel gesehen habe, ich glaube, dieses, dass wenn du auf eine Shell drauf springst und B gedrückt hältst, dann grabst du die ja. Ja. So heißt es auch bei SMB. Ja. Ich glaube, das hat er gemacht, weil ich glaube, bei SMB 3 normalerweise, zumindest bei dem anderen Hack, den ich gespielt habe, kickt er die weg. Das ist so eine kleine Ungewöhnungssache. Ah, das geht. Siehst du, es ist mit dem guten Timing. Ja, das ist ja voll doof. Cheesable. Ah, nein! Vielleicht ja, okay, ist es schneller, die. Ja, ja. Okay. Aber das ist natürlich Game-Breaking eigentlich, wenn du in einer Wand unendlich hochkommst. Oh, mein Gott. Ah! Okay, aber es macht mir auf Anhieb ziemlich viel Spaß. Sehr gut. Okay, den Part verstehe ich jetzt nicht. Ja, der ist nur, glaube ich, um die Schalter zu demonstrieren. Ach, ich muss doch in die Pipe, ich Idiot. Ja. Oh no, okay, ja. Alles klar. Nein, das machen wir nicht. Ja, theoretisch, wenn du an der Wand natürlich Raum gewinnen könntest, dann könntest du natürlich auch hier Speedstrat drunter durch. Aber schon sehr tight. Ja, aber würde gehen. Würde gehen. Ui. Ja, der muss halt, mit P-Speed muss er sehr spät geworfen werden, der Panzer. Nee, du musst ihn halt nicht werfen, sondern einfach nur loslassen, ne? Deswegen ist ja der Pfeil nach unten. Du kannst ihn einfach loslassen. Ach so, ich mache es eigentlich falsch, ne? Ja. Ah. Aber es funktioniert insofern falsch. Ja. Ach nein. Was ist denn die Pipe? Oh, Jesus. Aber die sind wahrscheinlich eigentlich gar nicht so tight wie in SMW. Naja, falsch gibt's ja eigentlich nicht. Nee, eben. Okay, das war unnötig. Oh nein. Okay. Du schaffst es. Interessant ist ja auch, dass man das P-Speed behält bei SMB3, wenn man die Richtung wechselt, ne? Ja, das ist so, aber auch sehr... auch nochmal eigen. Also das, wie der P-Speed sich direkt genau verhält, habe ich noch nicht raus. Ja, da hättest du den auslösen. Ah ja, stimmt. Ach, hervor. Okay, na, geht er wieder zurück. Der sieht halt für mich nicht aus wie ein Schalter. Ja. Man muss halt improvisieren, ne? Der Sprung ist schon tight. Die Sprites von SMB3 hat. Ja, klar. Okay, nice. Wow. Double Shell Jump. Wow, das war viel zu spät. Cool, macht mir aber echt Bock. Ne? Ja. Meinst du denn, es hilft, wenn man den Super Mario World... Meinst du, das hilft, wenn man Super Mario World spielen kann? Bei dem Hack jetzt ja. Ja. Also da so, wow. So ein bisschen dieses Mechaniken wie der Double Shell Jump und so weiter. Man merkt schon, dass Super Opros natürlich sehr an wow. SMW orientiert ist und einfach mal ein paar Mechaniken ja. übernommen und so. Aber ich glaube, gerade wenn es so, wenn du jetzt nicht so viel übernommen hast... Und es eher so Richtung, es spielt sich mehr wie SMB3 geht. Es ist bestimmt auch ein bisschen hinderlich, wenn du so an Timings gewöhnt bist. Ich glaube, es ist so ein bisschen wahrscheinlich der Unterschied wie bei Super Mario World und Mario Maker. Ja, vielleicht ist es so. Dass du da auch so kleinen Unterschiede dann feststellst. Ging gerade besser. Aber gerade sowas wie Shell-Hitboxen und so, ne? Na, wie gesagt, bei dem anderen Hack hatte ich dann noch mehr das Gefühl, dass Shells sich noch mal ein bisschen anders verhalten. Hier wurde da, glaube ich, schon ein bisschen dran rumgeschraubt. Schlecht, viel zu früh lasse ich's los. Ja, das denke ich mir auch. Psst. Eieiei.
Ich mach das viel zu spät, lasse ich die Shell los. Ja. Viel zu spät. Oh, das wird nix. Geht doch nicht so weit. Das geht gar nicht, ne? Der hat kein Momentum. Ja, stimmt. Der Tatsache. Okay. Na, das sind wirklich nur senkrecht nach oben. Das macht's für mich, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Ah, das heißt, man könnte aber auch einfach im Stand da hoch, ne? Theoretisch. Theoretisch, ja, klar. Ja, ohne dass ich... Ja. Ja gut, aber der hat natürlich Momentum, Mario hat natürlich Momentum. Wow. Oh, das wollte ich nicht. Das getwirlt. Eieiei. Jetzt twirlt. Dass ich mal einen Double Shell Jump vor dir kriege, schneller als du, das ist ja auch... Der ist dann viel zu früh. Eieiei. Ja, deutlich schneller, ich glaube, da ist jetzt auch die Gewöhnung von dir einfach. Du, glaube ich, dadurch, dass er bei MB3 höher springt, gehst du schon von Maximalhöhe aus, die du da noch gar nicht hast. Ja, offensichtlich. Okay. 3 Versuche, dann habe ich's. Ja, war schon besser. Ja, klar. Okay. Muss echt viel später werfen. Weil man wirklich so ungewöhnlich hoch springt. Der wäre. Aber, ja. Jesus, jetzt. Jesus, das ist doch nicht wahr. Ah, da war er wieder. Ja, also das ist wirklich was ganz anderes vom Timing her. Gibt's doch nicht. Da wäre ich schneller an der Wand hoch. Wahrscheinlich. Sonst kannst du vielleicht noch ein bisschen damit spielen, mit dem Abstand von der Wand. Ja. Meinst du, ja, ich könnte ein bisschen nach links dann, wenn ich zu früh werfe. No. Also ein bisschen Spiel hast du da ja, nach oben. Und rüber. Hey, hey, hey. Puh. Genau, das ist auch natürlich auch doof, ne, mit dem Scroll. Ja, wie war das? Ach ja, hochwerfen einfach. Genau. Das war auch so richtiges SMB-Timing, das war echt daneben. Ach, und ich mach Regrab zurück. Ja, das ist halt ganz schlimm. Schon wieder. Das ist ja super bräsig. Das sieht man mal, dass das einfach in den Fingern ist, ne? Das ist halt abgefahren. So. Jetzt nicht in den Spiny. Was passiert denn mit dem? Der fällt runter. Na gut, aber. Ah, okay. Ja, weil wir den Orb schon haben, ist er, glaube ich, jetzt nicht mehr da. Schade. Aber ja. Map. Ja. Okay. Huh! Das war jetzt auch eine Challenge. So, jetzt Level 1. Gehen wir mal nicht so. Achso, jetzt kommt das richtige Level. Jetzt kommt das erste richtige Level, das war Tutorial. Stimmt hier, halb. Na gut. Was ist denn mit dem Mann hier, da können wir nicht hin? Der Weg wird noch freigeschaltet, deswegen. Ich glaube, wenn du das Level schaffst, dann geht der Weg dahin. Das war schon schlecht. Verkackt. Ja. Alles klar. Ja. Also da habe ich dann irgendwann so, also den ersten Sprung habe ich irgendwann hingekriegt, aber beim zweiten Sprung war dann schon vorbei. Also da habe ich dann irgendwann nach 150 Versuchen circa. Mein Gott, das liegt so weit. Das ist wirklich Grinding. Ja, ich hätte eine Idee. Ja? Ja. Also den... Genau. Z ist das Prinzip. Aber da oben geht's direkt weiter. Also erwarte keine Pause da oben. Nein, ne? Boah, das ist natürlich übel. Aber ja. Aber... Dann auf die Shell und dann hoch, okay. Genau. Nicht an die Shell, Wand Wall springen, Jump und dann die Goombas, die Schalter umlegen, die Shell nehmen. Machst okay, das schon. Easy, ja, das ist doch gar nicht so schwer. Ich muss doch. Da kannst du auch den mit dem Twirl natürlich weiterspringen. Ja. Du brauchst keinen Zwischensprung. Ja, jetzt hast du, glaube ich, das Timing schon kaputt. Hm, die sind zu weit vorne, ne? Ja. Du musst jeden Goomba, nach jedem Goomba einmal den Schalter erwischen. Und der eine spaltet sich auch in zwei, also das ist...
Das ist eine Frechheit. Ihr seht's gleich. So geht's nicht, meinst du? Weil die dann... Ich glaube, dann dauert's schon zu lange. Versuch's mal direkt in einer Motion, also ohne auf den Fragezeichenblöcken nochmal zu stoppen. Komm ich denn dann so hoch? Dann muss Tacken später losspringen sonst. Du gleitest ja an der Wand, kannst du noch einen Ball. Naja. Okay. Wow, wie hoch man springt, das ist halt krass. Ich wäre einfach niemals darauf gekommen. Fliegst durch die Level. Ja. Und genau, wow. Den ersten, da kommt dann noch der Lag dazu. Ja. Das ist dann natürlich noch ein bisschen schwieriger. Alter, ja. Das ist ja... Das ist mir halt auch immer passiert. An dem bin ich noch nicht vorbeigekommen. Okay, Low Frame des Todes. Ah, yeses! Und ich denke, das ist gerade mal so der Anfang. Hast du denn mal ein späteres Level gesehen? Gesehen habe ich ein paar Level, ja. Ich habe mir mal sieht das noch deutlich anders aus? Da kommen noch schwerere, es kommen auch noch leichtere. Also es ist so klassischer Kaiserweg, würde ich behaupten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, zu früh. Ja? Ich glaube, du musst den dritten Schalter, die Shell dann nochmal haben, dass du ihn dann in der Luft fängst und mitnimmst. Aber... Soweit habe ich es auch noch nicht geschafft. Da wäre ich jetzt ein bisschen überfahren. Sehr gut, sehr gut. Und dann war ich zu spät? Ja, du hast den dritten Schalter zu früh gedrückt. Mhm. Dadurch hast du ihn nicht mehr weggekickt. Oh, dass ich automatisch... Ich twirle aus Versehen. Wow, das ist was anderes. Aber es ist geil. Irgendwie catcht das auch. Irgendwie catcht das auch. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Hack. Ja, das glaube ich mal. Wie viel Level hat denn das Ding? Auf der Overworld kannst du sehen. Das ist alles? Ja, soweit ich weiß, ist das alles. Hat natürlich ein paar Secret Exits irgendwie, also dass du dann nochmal in den Leveln andere Wege gehst, aber ich glaube, das sind alle Level. Dass du den da... Heieiei. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was der Fehler ist. Ich glaube, du musst da die Shell kicken, dadurch wird die andere hochgekickt und dann schnappst du dir die vielleicht. Aber ich muss da schon oben kurz stehen mit der Shell, oder? Ich glaube, eigentlich nicht vorgesehen. Eigentlich musst du, glaube ich, den dritten Schalter etwas später auslösen, wodurch die Shell dann nochmal weitergekickt wird und sie dann nach dem vierten Sprung in der Luft fangen. Aber wie soll ich sie später auslösen? Durch Twirl? Das Timing ein bisschen anders, ja. Also was ich sehr belastend finde, dieses Ruckeln hier oben. Ja, das Ruckeln da oben ist halt echt durch den Sprite Overload laggt, das ist da sehr krass. Da war das gute NES-Gerät am Ende. Also ja. Ne? Crazy. Das ist aber wirklich... Ja. Und da bist du auch noch nicht weitergekommen. Da bin ich noch nicht weitergekommen, das habe ich aber noch nicht hingekriegt. Die kannst du leider auch kein Safe State machen oder sowas. Dann der Kleine auch noch. Aber man wird schon schnell besser, glaube ich. Das ist, kommt da rein. Ja, das ist ähnlich wie bei SMW, ich glaube. Die Lernkurve geht schon auch, ja. Na, dazu kommt dann natürlich noch ein bisschen das Muscle Memory von der neuen Steuerung gerade und so. Aber es ist alles machbar. Ja. Dass das so schwer ist, da oben den Ding zu treffen. Ja, der ist mir auch immer wieder passiert. Und die Spinies da oben, so als Shell, die sind doch auch... Sind das klassische... Das ist doch kein klassischer... Also Spinies gibt es natürlich, aber so als, da oben, Shell glaube ich nicht. Nee, das ist neu. Okay, ich versuche dann mal, bevor ich den dritten treffe... Also irgendwie fühlt sich das komisch an, da oben zu spinnen. Um den Fall einfach mal zu verlangsamen. Und dann nehmen und weiter twirlen. Ja, und dann links. Hä, Junge, das ist aber schon für ein erstes Level nicht ohne. Ich weiß gar nicht, wir können sonst mal gucken. Ich glaube, du kannst auch noch in das nächste Level rein. Da habe ich selber noch nicht reingeschaut, welches das ist. Ja, das geht. Dann lass uns das mal machen. Wenn ich es gerade richtig auf der Overworld gesehen habe. Okay, einen Try noch. Letzter Try. Einmal noch hoch. Oh, der so. Der Emulator ist abgestürzt. Ja, wie gesagt, das ist passiert. Das kann passieren. 120 Tote. Dann müssen wir nochmal neu starten. Haben wir denn jetzt das erste Level? Das war ja eh... Das müsste eigentlich gespeichert sein.
Krass, weißt du irgendwie über was darüber, wie aufwendig ist, so ein SMB3 zu hacken? Es ist, glaube ich, wesentlich komplizierter. Es ist nicht so einfach mit Lunar Magic. Ja. Ist dementsprechend halt auch nicht so oft gemacht. Ja. Und was es mit diesem bärtigen Mann zu tun hat, weißt du nicht. Etwas überfragt. Na gut. Super Opera. Ja, okay. Oh no. Nein. Das ist wahrscheinlich... Ah, siehst du, du kannst mit denen reden. Mit Select, ne? Some say Old Man Grimm. Das ist bestimmt der. Ah, okay. Ja, Mist. Gut. Testen wir die anderen? Testen wir die anderen. Würde ich sagen, machen wir aber noch eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, das macht Sinn. Und dann sehen wir uns gleich nach der Werbung wieder mit einem neuen SMB3-Hack. Wird es dann noch schwerer? Ja. Na gut. Da sind wir wieder, zurück aus der Werbepause. Geilo. Haben einen neuen Hack am Start. Ja. Wenn der Alte sich verabschiedet hat, dachten wir, wechseln wir eben einmal rüber zu etwas Schwererem. Es war ja auch sehr leicht gerade. Es war easy. Also, ja, ne? War, aber jetzt haben wir vor allen Dingen einen ohne Upkicks, ohne Twirls. Also das ist Vanilla Super Mario Bros. 3. Ja, also, da kann ja eigentlich nicht, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, eigentlich, also, ne? Also da kannst du ja gar keine Tricks geben. Geht das zu zweit? Ginge das auch theoretisch? Weißt du das? Weiß ich gar nicht, habe ich nie ausprobiert. Okay, sieht natürlich jetzt auch weniger kreativ aus, muss ich sagen. Es ist halt so ein bisschen wirklich so wie das erste Kaizo für Super Mario World. Kaizo für Super Mario Bros. 3. Ich bin gestorben. Wow, und immer wieder Overworld. Ja, gut. Also hier können wir auf jeden Fall mit Safe States arbeiten. Sag Bescheid. Okay, aber wahrscheinlich viel weniger komische Tricks als... Das ist richtig. Und da komme ich doch nie mal... Doch, du springst sehr hoch von... Doch, Gegner. Wirklich? Das ist ja abgefahren. Ich komme auf diese Pipe. Alles klar. Challenge accepted. Komm her, Goomba. Habe ich Leben? Nein, die gehen nicht runter. Uiuiui. Das wäre noch schöner. Mhm. Mhm. Das ist nicht zufällig dann in dem Moment, dass sie da rauskommt, ne? Oh. Wow. Ja, gut. Und das ist Level 1 von 18, alles klar. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Nee, das war schon mal schlecht. Also da oben könnte man theoretisch schon mal den ersten Safe State machen. Ja, macht das Sinn? Den nächsten Sprung kriegst du vielleicht noch hin, aber dann... Die sind schon sehr schnell. Die sind sehr schnell. Muss, Das mit der Overworld stört. Nein. Heieiei. Direkt nach rechts, bremsen, drüber. Sehr gut. Den Sprung schaffst du noch ohne Goomba. Musst nur aufpassen, da sind Mancha. Sehr gut. Ja. Und jetzt auf den rauskommenden Mancha, um nach Goomba, um nach oben zu kommen. Okay, das ist eine Frechheit. Du kannst ein bisschen weiter links stehen sogar noch. Aber du kannst es doch so machen. Wupp. Alles klar. Ne? Ne? Alles klar. Aber das ist ein cooler Move. Eieieiei. Weißt du, wie lang die Level sind? Hast du eins geschafft? Nee. Wer spielt das denn durch? Mit Flower Power zum Beispiel. Ja gut, der. Also der ist ja auf jeden Fall schon was älter. Ich glaube, das ist einer der ersten SMB3 Kaizo-Hacks. Der wurde bereits 2016 bei AGDQ gerannt von Mitch Flower Power. Ah ja, richtig. Ich weiß es nicht. Ja, schon richtig? Nee, ich weiß es nicht. Och, böse. Aber es war nicht verkehrt. Einfach darüber hüpfen dann. Einfach darüber hüpfen, aber kurz bremsen, damit du nicht in die Mannschaft. Ja, das ist ja gar kein Problem. Cool. Vielleicht können wir mal ein Safe State machen vor dem Pilz. Ja, das stimmt. Deswegen, aber das ist auf jeden Fall nicht so kompetitiv. Ich meine, wie viele Einträge bei speedrun.com gibt es für Baby Kaizo World? Viele. Na, und für diesen Hack gibt's 5. Und die sind auch über eine halbe Stunde auseinander, die Einträge. Also der erste ist auf Platz 20, ist bei 20 Minuten. Okay. Und der 5. ist irgendwie bei einer Stunde. Das wird nix. Doch. Keine. Ui, das ist okay. Der ist persönlicher Safe-State-Berater. Abhängig von meiner Position, der scheiß Pilzborn. Ne? Oh ja, das ist natürlich jetzt blöd, der geht oder? Von dir weg. Ja. Das ist halt fies. Und so ein Mitch macht dir das Deathless? Nee, Deathless macht dir das auch nicht.
Ja. Und danach kann man wieder einen schönen Safe State setzen, ne? Ich denke auch. Nee. RIP. Heidewitzka. Ach komm schon, du Trollpilz. Sehr gut. Wir machen mal einen. Danke sehr. Oh, ich kann sie nicht greifen, nicht das, von oben, das stimmt. Ich. Ja, wenn ja, du von ja. oben drauf kommst, ist halt nicht. Okay. Könnte sein, muss man den P-Speed mitnehmen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Vielleicht muss ich einfach reicht P-Speed? Um da drauf zu kommen? Kann ja. sein, ja. Sieht danach aus. Mit P-Speed kann man auch recht weit hüpfen. Ja, das ist jetzt die Frage. Muss das sein? Vielleicht nur so ein kleiner Hüpfer? Ich glaube, nur ein kleiner. Ja, ja, ja. Ah, aber eine Shell musst du mitnehmen. Ja, ne? Ja, ja, die Shell musst du dann gegen den dann. Richtig, das hatte ich noch gesehen. Wenn du dich links einfach draufstellst und den gegen den kickst, dann müsste das. Ah, wow, hab ich mich jetzt erschlüpft. Schlimmer als alles also glaub, an Outlast, was es gibt. Ich glaube, du kannst einfach links auf dem Brick stehen und dann loslassen. Schade. Aber ich glaube, wenn du das 3-4 Mal gemacht hast, so schwer eigentlich nicht. Nö, es ist auch klassischer Grind, ne? Ja. Klassisches Kaizo. Oh. Oh mein Gott. Jetzt musst du den Pilz schnappen, den Panzer nochmal stoppen. Und dann den Panzer den letzten wegmachen. Oh. Hilft das? Emulation Speed runterbringen? Also wieder mal Taz. Mann, Pilz. Wow. Ich muss sofort den Pilz holen und dann die Shell stoppen. Ja. Die Shell stoppen, um die dann wieder nach rechts zu kicken. Und dann damit boosten dann runter durch. Oh, Junge! Belastend. Aber ich glaube tatsächlich, also so ein zweiter, dritter Versuch von dem Level, ups, wäre schon deutlich schneller. Ja, das glaube ich auch. Nein. Dass du wirklich einfach so schnell reinkommst. Jetzt habe ich schon eh ein Problem mit ihm, ne? Ja. Oh, was ist denn das? Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das generell bei MB3 ist, aber wenn du eine Shell gegen eine Mannschaft wirfst, dann wird da ein Block draus. Das habe ich bei dem anderen Hack später für ein bisschen Cheese benutzt. Ich nehme an, dass es Cheese ist. Ui. Dass es nicht so gewollt ist, aber. Ja. Das war zu spät. Ah, das war schon, könnte schon. Ah, das schaffst du. Genau. Und ja, das war zu früh. Naja, muss jeder Stein muss weg? Nee, geht ja gar nicht. Der letzte, nee. Der muss noch weg. Muss ja, halt ja. Mal deswegen. Geschnallt. Da musst du ihn erwischen, um dann nochmal. Aber das ist doch bestimmt gleich vorbei, das Level. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kommt schon noch was. Können aber noch theoretisch da auch noch ein Safe State machen. Ja, stimmt. Oder ich mach's jetzt einfach. Und jetzt schnell. Und in die Pipe rein. Oh, ich hab mir null iFrames. Die iFrames sind noch ein bisschen weniger als bei okay. SMB3. Bei SMB. Oh, Junge, ja, Junge. Okay, jetzt musst du jetzt musst halt ja, ja, ja. Sehr gut. Wie soll ich denn da in die Pipe? Du musst ihn gar nicht, letztendlich musst du ihn nicht festhalten, um ihn zu kicken. Ja, vielleicht stimmt. Wenn du von oben drauf, ja, der stimmt. Dann automatisch kickt. Dann kannst du direkt durchlaufen. Ja, so, ja, klar, logisch. Sehr gut. Nice. Ich weiß gar nicht, ob da ein Checkpoint ist.
Oh Gott. Dann war es bestimmt schon zu spät. Ich glaube, der ist sogar nur ein Troll. Alles klar, mal gucken, ob es einen Checkpoint gibt. Nope. What the hell? Heieiei. Okay, unten auf das Ding, alles klar. Ich glaube, das ist aber dann jetzt fast das Ende. Oh, dieses... Da ist doch das Ende. Ja, das ja, kriegen das wir ist hin. Das Ende. Dieses Low-Frame-Ding. Ja, Low-Frame. Weil ich muss ja bremsen, um den zu erwischen. Ja, aber vielleicht musst du ihn nicht erwischen. Ja, wahrscheinlich muss ich den nicht erwischen. Das macht keinen Sinn, also der ist auch eher tiefer. Nee. Es ist... Was ist das Timing da wohl? Das war jetzt... Nee, das reicht auf keinen Fall. Aber wie denn? Doch auf den zweiten. Aber der ist ja niedriger auch. Ja, aber ist weiter rechts. Du musst ja... Oder so viel? Nee, das geht nicht. Oder direkt auf den zweiten? Wie immer. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, das ist der Trick. Deswegen, der erste ist ja nur im Weg. Oh, ja, ja. Sieht aber auch nicht machbar aus so. Vielleicht noch ein bisschen Schwung von links holen irgendwie? Ja. Ach, oh. Guck mal, man kann auch die drauf. Oh, muss ich die vielleicht mitnehmen oder so? Das könnte sein, dass er die ein bisschen kite ist. Ah, Moment, der geht nochmal hoch. Die sind nicht ohne Grund da. Ich muss einfach Zeit überstrecken hier. Ah, aber dann kommst du nicht mehr auf die drauf. Aber vielleicht brauche ich den unteren dann nicht mehr. Hm. Vielleicht erst auf den linken, dann auf die zwei? Das war sehr knapp. Vielleicht erst auf den Red Shell unten links, dann auf die zwei und dann auf die beiden? Dann sind die mittlerweile höher? Das könnte sein. Reihenfolge, ey. Ja, ja. Oder nee, da komme ich aber nicht dran. Oder ja, auf den... Doch. Ja, 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 ja. Und jetzt auf den. Und jetzt auf den. Sehr gut. Ja, ja, sehr. Lauf, lauf, lauf. Wow. Ja! Level 1 geschafft. Ey, das hat richtig Spaß gemacht. Nachher werde ich noch hier SMB3-Spieler. Ja. Also war nicht schlecht, war cool. Wie gesagt, das Leaderboard ist nicht so klein, groß. Ne? Da kann man mal schnell sich drauf verewigen. Kannst du mal rein trainieren. Krass, hat Spaß gemacht. Willst du Level 2 noch reinschauen? Ja, wir gucken mal rein, definitiv. Das war ein schlechter Save-State. Ja, gut, aber es ist so schlimm, dass wir nachher aus Versehen den anderen wieder laden. Ach, das ist so ungewöhnlich. Oh Gott! Und dann. Oh Gott! Ja, wow. Ne? Ja, das ist natürlich jetzt auch komplett neues Timing. Aber wofür habe ich beide? Ich glaube, der erste ist nur zum Trollen. Okay, man muss super früh werfen. Das P-Switch, das sieht auch schon mal gut aus. Ach, das kann ich nicht nehmen. Nee, nehmen ist nicht. Hm. Wie vor fliegt denn der hin? Ich glaube nach... So, ja. Wenn du nach rechts geht. Keine Ahnung. Ich muss Bud's Light machen. Kannst aber Bud's Light, genau. Und muss ich das... Kann ich denn die Shell wohl im Bud's Light dann... Also, dass sie mir in den Schoß fällt, sozusagen, und ich dann den Slide mache mit der Shell? Ich glaube, den Slide kannst du auch so auslösen mit der Shell. Mit der Shell in der Hand? Probier's mal. Da bin ich jetzt auch überfragt, was die SMB3... Oh, Mist. Mechaniken angeht. Gibt's denn hier auch coole Bossfights, weißt du das? Bossfights habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Ich glaube, die sind wahrscheinlich noch schwieriger zu programmieren. Also ein Boom-Boom-Fight könnte ich mir vorstellen oder so, aber die dann noch schwieriger zu machen. Oh, das war, glaube ich, schwer genug. Oh, es killt gar nicht, der Bud's Light. Vielleicht brauchst du dafür die Shell? Ja. Oder ich muss sie einfach runterwerfen? Also das ist ja schon hier fies. Vielleicht machen wir... Siehst du, aber das meinte ich mit bei SMB3, allein auch durch die fehlende Erfahrung, nehme ich an, ist es wesentlich schwieriger, die Setups zu verstehen. Ja, na klar. Oh nein, dass man den nicht... Das ist halt auch so strange, da würde ich mich nie dran gewöhnen können. Sollen wir ein Safe-Stack gleich noch machen, da oben? Da oben, ja. Ich würde es jetzt noch ein paar Mal versuchen, sonst zeige ich... Ja, ja. Schauen wir noch in den letzten Hack rein. Nicht nochmal.
So. Oh ja, das geht. Das ist ein Bud Light quasi, der aber nicht so aussieht, als wäre es einer. Upsi. Verrückt. Was ist das für ein komischer Move? Der rennt einfach mit Macht 3 den Berg runter. Dann der Absprung ist dann nochmal weird, oder was? Ja, irgendwie ja. Okay. Aber war das schlau? Vielleicht ja, das war bestimmt ein Trollball. Ja, doch, musst du durchlaufen. Nein, das ist der Troll. Oder kann ich diesen... Oh. Man kann nicht rein, ja. Ich hab's jetzt herausgefunden. So, zack. Alles mal ausprobieren, ne? Ach so. Eieieiei. Ah, Peacefish-Musik. Wie soll das? Also das ist ja... Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Frames man da irgendwie Zeit hat. Aber in die anderen Pipes, da kann man nicht rein, ne? Das versucht. Vielleicht muss ich wirklich weiter nach unten halten, um die Geschwindigkeit... Oder jetzt nichts mehr nach links oder rechts. Das kann auch sein. Nee, da bremse ich schon hart ab. Wow. Nee. Ah, das ist wild. Dann ist es wirklich da, dass du genau vor denen springen musst, um die Goombas noch zu töten. Vielleicht gar nicht so wild. Da musst du, glaube ich, mit P-Switch komplett durch. Dann bist du da wieder auf den Switch. Na, willst du mal versuchen? Ja, irgendwie ja. P-Switch war weg. Okay, 3 Versuche noch und dann ist er weg. 1. Alter. Vielleicht gibt es auch noch einen Trick. Okay. Möchtest du nochmal? Oder sollen wir ins nächste? Nee, wir gucken ins nächste rein, würde ich sagen. Cool, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Also absolute Empfehlung. Ist genauso einfach zu installieren wie. Ja, brauchst halt nur einen NES-Emulator. Ja, gut. Und dann die Originalraum und das gleiche, genau. Dann wechseln wir noch einmal zu Mini Kaizo Bros 3. Cool. Ach, guck mal, das sieht ja mal stark aus. Der ist von den Flower Power von 2019. Mini insofern, weil er sehr kurze Level hat. Boah, aber das mehr geht aus dem NES nicht raus. Ich glaube, mehr kannst du da nicht rausholen, deswegen. Das ist ja ein grafisches Highlight. Wow. Deswegen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Können wir hier hin? Nein. Okay. Das erste Level habe ich geschafft, aber wie gesagt, sehr kurze Level. Nein, ach mein Gott. Ja, ja, genau. Das tut wahrscheinlich jeder. Der hat auch einen Quick. Na, zumindest einen schnellen. Okay, ja. Das ist angenehm, da brauchen wir nichts. Nein. Hm. So, und ich glaube, es ist anders gedacht, als ich es gemacht habe. Ah, weil das habe ich ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass es gedacht ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich so gedacht. Ja. Also von der ersten Stufe kommst du nicht oben über die Mauer. Das ist halt das Ding. Nee, aber auf die zweite. Aber dann musst du auf der zweiten... Aber so ist es dann bestimmt nicht gedacht. Ich könnte wahrscheinlich so machen. Ah, na. Ah. Naja, aber... Ups, ich wollte es ablegen. Geht das auch gar nicht? Ablegen geht nicht. Ablegen ist SMW. Deswegen, du musst gegen die Wand und dann den wieder bremsen. Oh, okay, alles klar. Also ich würde vermuten, ich kann es so machen. Naja, so weit komme ich nicht. Und dann kommst du nicht so weit. Genau, das hatte ich irgendwie auch gedacht. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich habe es halt so gemacht, dass ich den Block aktiviert habe, dann da oben die gebremst habe. Dann schlüpft die Koopa ja irgendwann und läuft dann oben rum. Und dann kannst du da hier oben als Ding nutzen. Aber wie ist es denn gedacht? Es kann doch nicht sein, dass man schon im ersten Level nicht weiß, wie es gedacht ist. Vielleicht sind wir auch einfach halt nicht so versiert in SMB3-Techniken. Rein theoretisch, also was auf jeden Fall ja geht, ist, du kannst den Shell-Jump auf der ersten Stufe machen. Dann bleibt die ja stehen und nach einer Zeit schlüpft sie wieder. Vielleicht ist es einfach das. Man muss halt dann wieder zurück nach links, weißt du? Ah. Und dass du dann nochmal... Meinst du, das wäre ja ultra lahm, also vom Spielen her, oder? Vom Flow her und das erste Level, genau. Ja, sehr weird, aber... Das ist zumindest. Ich weiß, was du meinst. Hm, dann wieder zurück und dann steht sie da oben. Das
Das wird mir nicht gefallen, sagen wir es mal so. Den brauche ich ja gar nicht. Den brauche ich gar nicht. Springt halt so hoch. Ja, das sollte man auch gar nicht machen. Geh weg. Oh, das war so klar. Aber schaffe ich es vom Boden aus ohne? Ich gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich habe es, glaube ich, mit der Shell gemacht. Ja, ich glaube, das ist zu knapp dafür. Wow, vielleicht ist es doch so gedacht. Hui. Mit dem Stehenbleiben. Aber sobald ich dann jetzt Fulljump mache, passt das Timing natürlich nicht mehr. So. Ist da nicht so. Und dann brauche ich den noch? Ja, den brauchst du gleich. Aber der wird jetzt wach? Ja, dann kick ihn einmal gegen die Wand und nochmal drauf. Genau, so ist der Reset. Oh. Jetzt hast du wahrscheinlich gedespawnt, ja. Och, komm schon! NES, nicht ganz so viel Spiel wie bei SMB. Kann mir doch den wiederholen. Nee, hätte nicht geklappt. Na, also wenn es so gedacht ist, das also, fände ich nicht gut. Aber naja. Boah, man springt halt wahnsinnig hoch. Deswegen bin ich nicht genau weiß. Vielleicht ist der auch nur sehr tight irgendwie anders geplant. Ja, das würde ich jetzt auch mal vermuten, tatsächlich. Das kann doch nicht sein. Ich finde das schwerer als alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben. Okay. Das ist wirklich nicht... Junge, Junge. Aber wie hast du es gemacht? So? Ich hab's meinst so gemacht, du? Okay, du hast so gemacht. Genau. Das ist, vielleicht ist es ja gar kein Schieß. Also du kannst halt theoretisch noch ein bisschen, wenn du noch einen Zwischenschritt machst, noch einen Tacken einfacher machen. Ja. Wenn du halt den ersten Muncher noch in den Block machst, dann kannst du da ja drauf stehen bleiben. Ja. Und dann stehe ich da. Dann kannst du da oben einfach stehen, dann ist das, musst du das nicht so timen, weißt du? Ist nicht die Shell despawnen, aber... Nein, ich kann es doch nicht ablegen. Aber du hättest ihn da bremsen können. Ja, deswegen. Ja. So habe ich es, glaube ich, gemacht dann. Das kann doch nicht sein. Das muss doch anders gehen. Genau. So, und jetzt? Oh. Und so kommst du da oben drauf. Also so, meinst du, aber glaubst du, dass so geht es zumindest. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber... Und da ist dann wieder, ne? Falsch gibt's ja nicht. Nicht von oben. Easy. Nein, komm schon. Du bist doch im ersten Level kein Safe State. Nein, brauche ich auch nicht. Ruhe. Ging die wohl auch im normalen SMB 3, die Shelljumps? Geht das? Ich glaube schon. Oder ist es jetzt, ist wahrscheinlich jetzt nix hier reinprogrammiert, ne? Nee, ich glaube, der ist auch recht vanilla. Würde mich wundern, wenn sie da nicht gehen. Ich glaube, es gibt nicht so viele Gelegenheiten. Weil ich glaube, bei SMB 3 gibt es jetzt nicht so viele Wände. So wie es bei SMB ja auch kaum Gelegenheiten gibt. Ja, stimmt. So. Das war jetzt Kindergeburtstag. Und das war's schon. Ach, okay, das ist deswegen, ja ultra mini. Deswegen Mini-Level. Okay, das ist ja ein Screen. Okay. Und wir haben einen Hammer. Genau, den kannst du jetzt gegen den Stein einsetzen. Praktisch. Und was soll das? Hm, ich glaube, so hat er einfach nur die. Ich weiß nicht, warum er die Level so begrenzt. Das weiß ich auch nicht. So. Das ist ein P-Speed-Level. Ah. Den solltest du folgen. Okay, kann ich hier irgendwo gut sterben? Ja, da unten rechts ist eine Lücke. Und das war zu wild schon. Also ja, was heißt zu wild? Da ist auch mit Safe State hat mir natürlich nicht viel gebracht. Das war zu spät. Aber wobei, den brauchst du gar nicht, den Schalter. Ja. Der ist dann schon ein bisschen. Ja, sehr gut. Oh. Den musst du mitnehmen. Es sieht wild aus, aber es geht schon. Ja, es war jetzt ja offensichtlich. Also. Was ist denn da passiert? Ja, du musst die Shell erwischen, das ist manchmal ein bisschen janky. Den kannst du auch viel früher kicken. Ja. Brauchst du nicht bis zur letzten Sekunde warten. Nee, das war dumm. Nee, da musst du nicht hüpfen. Ja. Da
kannst du quasi direkt in einem Flow durch. Aber es ist eng. Okay, aber das ist irgendwie cool. No? Ja, das ist cool gebaut. Deswegen, mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja, ist cool. Nein, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Den kann man auch so schaffen, aber dann schaffst du dann nicht mehr rüber zu Cooper. Zu Shell. Dann, dadurch, dass das jetzt gerade so kurz ist, das erste Level, ist es vielleicht tatsächlich doch so gedacht, könnte ich mir vorstellen. So ein bisschen so eine kleine Rätseleinlage. Ja, aber trotzdem wäre es ja ein komischer Start. Ja, irgendwie, ja. Heck, stimmt schon. Nein, nicht springen, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Einfach runterlaufen, ne? Hab ich nie probiert. Ich hab's immer, wenn du aus dem Wasser, richtig aus dem Wasser rausspringst, kannst du halt komplett rüberspringen. Ne? Also wenn du den richtigen Winkel erwischt. Aber wofür ist dann die Münze da? Ja, das hat mich ja auch gefragt. Aber insofern ist das Runterlaufen gar keine schlechte Idee. Das habe ich nie probiert. Oh. Wow, aber so sonst ist es auch wild. Ne? Ja, ja. Wie viel Level hat das Ding? Weißt du das? Nee. Müsste ich nachgucken. Naja, sehr gut. Und dann kleiner Hüpfer? Den musst du aber mitnehmen. Ja, ja, ja. Also ohne den zweiten Cooper schaffst du es nicht. Da dann. Boah, da muss ein Schild auswendig lernen, ja, ja. Oh. Geht noch. Ah, gesaved. Nee, aber das Speedspeed war Ende. Glaube ich auch. Mhm. Okay. Also es hätte nicht mehr funktioniert. Okay, komisch. Wenn ich von dem Cooper ins Wasser springe, behalte ich die Geschwindigkeit. Okay, RIP. Nee. Nee, hast du noch hast du. Nein, nein. Da war er dann weg. Ha! Ja, der P-Speed fällt sich auch ein bisschen... Seltsam, ja. Ein bisschen seltsam, ja. Was heißt seltsam? Es ist halt SMB3. Ja, eben. Wir sind halt SMW gewohnt. Ja. Ja, guck mal, das geht jetzt noch. Das, obwohl ich ja komplett abbremse, habe ich trotzdem noch P-Speed. Das habe ich immer noch. Ah, aber das geht dann irgendwie schneller weg? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall cool und mal was anderes, muss ich sagen. Also, ich hätte gedacht, dass es mich mehr frustriert und mir weniger Spaß macht, weil ich dann immer irgendwie denken würde, oh nee, das ist schlecht, das ist nicht wie da bei SMB. Da geht wieder Spin-Jump, ja. Geht ja nicht. Aber gar nicht. So. Ah, runter. Dann war es das wahrscheinlich schon da drüben. Ja, muss ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hat es dich denn so weit angefixt, dass du sagst, machst du mal weiter? Will ich jetzt nicht weiterspielen? Ah, Mann, kleiner Hüpfer. Ich hätte schon Bock, muss ich sagen. Ja? Ich hätte vor allem Bock mit dem NES-Controller. Das wäre vielleicht auch nochmal. Vom Feel, ich liebe diesen Controller einfach. Ja, dann. Den kriegen wir doch bestimmt organisiert. Also daran soll es ja nicht scheitern. Ja. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, mehr von SMB3-Kaiser zu sehen. Können wir mal entscheiden. Ob ich bin mehr zu blöd. Kann ich mir das nicht einfach merken? Das ist doch... Also mehr davon, sagt ihr Bescheid. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so unspannend zu sehen, wie dann so ein Progress ist bei sowas ganz Neuem irgendwie. Also es gab diverse Wünsche, dass man dir auch mal Hacks gibt, die du noch nie gespielt hast. Ja, wir können auch mal ein Race machen dann hier, weil hier hat jetzt keiner einen Vorteil oder so. Fände ich vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oh, da muss ich jetzt. Ja, da müssen wir ja reinüben. Gerade gar keine. Also. Aber gerade von so Sachen, die man nicht kennt, finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Also, ich. Also. Von mir aus können wir das gerne nochmal machen. Mal. Der ist gut. Nee, ich glaube, das Runterlaufen ist Runterlaufen am besten. Runterlaufen ist, glaube ich, die Taktik to go. Und dann machen wir irgendwann N64 Mario Kaizo Race. Ja, das habe ich technisch noch nicht so ganz hingekriegt. Da wollte ich auch reinfuchsen. Aber das ist ja dein Lieblings-Mario, ne? Liebe ich einfach. Ist das Schönste. Ich glaube, du musst von der Plattform nach den Koopas, das sind ja die blauen, die kannst du, glaube ich, auch mitnehmen. Und dann muss ich so einen Grab-Jump machen, genau. Oder sowas? So wie den quasi.
Ach man, dieser Kack. So kriegst du den dann kaputt. Ich vermute mal, weil sonst wären die ja nicht mehr. Ja, ja. Naja, okay, alles klar. Dann mache ich es jetzt noch. Das schaffst du noch. Geil, irgendwie ist es geil. Mein Gott. Ich glaube, es gefällt dir auch noch, weil die Musik dir noch neu erscheint. Ah, dumm. Ja, das kann sein. Das stimmt, das ist Vanilla. Das ist doch ne? Vanilla-Musik. Also. Boah, wenn ich jetzt hier so ein, wie Mitch, hier so ein Grinder in SMB3 wäre, würde ich das vielleicht langweilig finden, ohne Ende. Schade. Mann! Das geht nicht mehr, oder? Ich glaube, ohne Peace Speech schaffst du den Sprung nicht. Der Jump ist aber auch. Okay, jetzt. Cool, also das ist wirklich cool. Weißt du, ob es hiervon Speedruns gibt? Bestimmt. Ja, denke ich auch, wenn Mitch das gemacht hat. Ja, ich meine, der ist ja der SMB3-Spieler. Dann hoffe ich, dass es jetzt nicht 4000 Level hat. Glaube ich aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass Mitch dann direkt so einen Hack baut mit 4000 Leveln. Also. Es ist ganz komisch. Wenn es schon Mini-Kai so heißt, dann ja nicht. Das stimmt. Ein bisschen janky ist es schon, ne? Ja, ja, du musst halt schon ganz präzise hier abspringen. Jetzt geht's. Oh, jetzt aber nicht. Jawohl. Da ist der Hammer. Geil, ist mega. Mein Gott, ich werde jetzt die SMB3-Fan. Und wir gucken noch kurz rein. Den Hammer gekriegt? Ja. Ja. Du kannst jetzt... Ja, da brauche ich einen Schlüssel. Ich glaube, die kannst du auch mit dem Hammer kaputt hauen in der SMB3. Ja. Okay, dann hätte ich auch zum Schloss das gehen können. Das hatte ich mal beim Randomizer. Ich glaube, deswegen hättest du jetzt auch zum Schloss gehen können. Oh nein, ich hätte lieber das Schloss gesehen. Wir schauen mal kurz noch in Level 3 rein. Ah, cool, das mag ich. Komm, vielleicht ist... Hä? Wo soll ich denn da hin? Oben schon auf die Plattform? Ich glaube, man unterschätzt einfach, wie unglaublich weit man... Ja, okay, ist ja gar nicht... Okay, wieder runter. Das mag ich. Solche Level liebe ich. Ja, boah, das liebe ich. Ja, da sehe ich mich. Da machst du jetzt hier First Try. Ah, locker. Wow. Glaub, du solltest hüpfen. Aber ganz seltsam. Von unten geht nicht mal eben rein. Das ist, glaube ich... Und ich mache halt Regraps wie ein Wahnsinniger. Obwohl es gar nicht funktioniert. Okay, letzter Versuch. Und hüpf. Ich glaube, man muss einen Anlauf holen und direkt hüpfen. Dann ja? Ein bisschen höher. Dann versuche ich es einmal noch. Ja, Matthias, da sehe ich uns mit dem Race hier. Ach Gott. Das können wir doch beide nicht. Das ist doch ja, stimmt super. Auch, ja. Jetzt lauf. Hüpf. Das ist viel zu früh. Meinst du? Ja, ich glaube, die muss fallen. Ja, vielleicht bin ich da auch wieder hier Regrap-mäßig. Nee, also das ist, ich glaube, das ist viel zu früh. Da musst du, glaube ich, sie früher losschicken, ne? Kannst den ersten Sprung natürlich wesentlich früher machen. Ja? Direkt durch. Ach so, ja, logisch. Ja, das ist es. Ja, ja. Ach, Mensch. Oh, ich lieb's. SMB 3 viel besser als SMW. Oh! Mach es klar. Schade. Wir machen hier Schluss. So. Aber geil. Boah. Ja, wie man sieht, es gibt auch andere Mario, es gibt andere Kaisos. Hier waren wir wieder eins. Ja, was? SMB gibt's bestimmt auch? Ja, gut. Und dann so ein N64? Man könnte ja auch mal so ein... Ich glaube, SMB 2 Kaizo habe ich mal gesehen. Aber ich müsste nochmal nachrecherchieren. Es gibt auf jeden Fall noch jede Menge andere. Aber das hat mir jetzt wirklich mehr gefallen, als ich am Anfang vermutet hätte. Siehst du mal. Weil ich ja kein Fan von SMB 3 bin. Aber das hat jetzt Spaß gemacht. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gespielt. Nee, glaube ich auch. Ich lege das jetzt hier hin. Wie gesagt, wenn es euch auch gefallen hat, SMB 3 zu sehen, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir mal gucken, ob wir davon noch mehr machen. Ja. Und aber ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ja. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Viel Spaß bei Kaizo und so weiter. So ist es. Tschüss. Ciao.